Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Seid gegrüßt in einem neuen Video. Wir waren heute beim Schlachter unseres Vertrauens und haben uns wunderschönes Kalbsschnitzelfleisch gekauft. Daraus werden wir heute schöne Involtinis machen. Ihr schaut jetzt mal eben schnell unseren Jingle und dann geht's los. Ich habe mir jetzt für meine Füllung so ein paar kleine rote Zwiebeln vom Asiaten genommen. Die schneide ich gerade alle schön klein. Die sollen alle in meine Füllung gleich mit hinein. Lasst mich die mal eben hier runterschneiden und dann geht das gleich weiter. Meine kleinen roten Zwiebeln habe ich klein geschnitten. Die kann ich jetzt schön hier in meine Schale tun. Jetzt schneide ich mir mal eben schnell noch meinen Knoblauch runter. Das kommt dann auch noch mit dazu. Das ist auch nur eine Zehe, die ich da jetzt eben schnell klein schneide. Mein Knoblauch ist auch klein geschnitten. Auch ab hier in meine Schale. Ich habe jetzt hier ein bisschen Kapern. Die werden auch noch klein runtergeschnitten eben. Und dann kommen die auch noch mit dazu. Kapern sind auch klein. Und schwupp sind sie auch jetzt mit hier drin. Oh, Salbei haben wir jetzt auch. Ich nehme den Strunk natürlich nicht mit. Ich will natürlich nur die Blätter haben. Nur das Beste für uns. Und dann werden die halt auch nur kurz rudimentär runtergeschnitten. So, jetzt tun wir da zu dem Ganzen schön unseren Senf dazu. Die ganzen Mengen und alles habe ich alles wieder in ein Rezept reingeschrieben. Dieses Rezept liegt natürlich wie immer unten in der Description Box, könnt ihr euch runterladen und danach arbeiten. So, jetzt tun wir da zu dem Ganzen noch 100 Gramm Creme Fraiche und dann vermengen wir das gleich alles mal. Sehr gut, damit ist jetzt unsere Füllung schon mal fertig. Dann können wir uns jetzt gleich um das Fleisch kümmern. Das sieht doch mal richtig gut aus, ne? Also ich lege das jetzt hier auf meine Folie, lege da Folie drüber und dann nehme ich mir jetzt meinen Topf und mache das schön dünn. Weiter geht's, wir haben das jetzt hier schön runtergeklopft und jetzt werden wir hier ein bisschen was von unserer Füllung drauf machen. Dann kommt da ein bisschen Speck mit drauf. So, jetzt tue ich hier schön unseren Schinken noch drauf und dann geht gleich die Rollerei los. So, ich wickel das jetzt schön auf und jetzt sichere ich das hier halt mit so einem Stab. Möge es uns nicht wieder aufgehen. So, davon mache ich jetzt noch ein paar und dann kommen die gleich alle in den Topf und werden angebraten. So, Nummer 2. Wieder schön unsere Füllung da drauf. Super. Wieder ein bisschen Speck damit hinein. Und aufrollen. So, Nummer 2, der Rest folgt. So, unsere Involtinis kommen jetzt hier schön in einen Topf mit heißem Fett und werden schön von allen Seiten angebraten.
So, unsere Involtinis haben jetzt ringsherum eine wunderschöne Röstung bekommen. Und jetzt löschen wir das Ganze mit einem Weißwein ab. Oh, es sieht richtig gut aus. Ja. Und jetzt muss das Ganze anderthalb Stunden vor sich hin köcheln. Unsere Involtinis sind jetzt im Topf mit viel, viel Weißwein und betrinken sich da garn vor sich hin. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, Schatz, guck mal nach unten. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Kartoffel geschält und ein bisschen Karotte. Ich will einen Kartoffelstampf machen und die tue ich jetzt in meinen Topf. Und dann werden wir die irgendwie demnächst mal anfangen zu kochen. Die Involtinis sind hier schön in der Soße drin, in dem Weißweinsud. Der ist jetzt so ein bisschen runter reduziert. Die sind auch schon wunderschön. Ich werde die jetzt noch ein bisschen mit Sahne verschönern, meine Soße. So. Das muss jetzt ein bisschen eindicken und runter reduzieren. Das dauert jetzt noch einen kleinen Moment, aber meine Kartoffeln für meinen Kartoffelstampf sind auch noch nicht so weit. Kartoffeln sind am Kochen, die brauchen jetzt aber noch mal eine Viertelstunde. So lange braucht meine Soße aber jetzt zum Eindicken von den Involtinis auch. Die Involtinis haben jetzt ungefähr eine Stunde 20 da vor sich hingeköchelt. So, den Kartoffelstampf habe ich schon soweit fertig gemacht. Ein bisschen Karotte da drin und jetzt machen wir da noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. So. Ich habe jetzt meine Pfanne auf den Herd gestellt. Ich tue da jetzt ein bisschen Olivenöl hinein. Das muss jetzt richtig schön heiß werden und dann können wir da gleich den grünen Spargel drin braten. So, das Öl ist schön heiß. Jetzt den grünen Spargel da rein, den Knoblauch in einer großen, schönen Menge. Und dann braten wir das alles hier so ein bisschen an, bis der grüne Spargel so eine richtig schöne Konsistenz hat. Jetzt noch ein bisschen Pfeffer und Salz auf den Spargel und dann sieht er auch schon richtig delicious aus und wir können, glaube ich, jetzt anfangen anzurichten. Sehen die Involtinis nicht super aus? Schön der Kartoffelstampf darunter, schön grünen Spargel dazu, richtig lecker. Anderthalb Stunden haben wir dafür jetzt gebraucht, um die Involtinis schön durchzuschmoren, damit sie richtig lecker sind, damit die Soße schön eindickt, so wie sie jetzt ist. Einfach nur genial. In den anderthalb Stunden schafft man es natürlich auch, die ganzen Beilagen dazu zu produzieren. Das ist natürlich jetzt gar nicht so schwierig. Ihr merkt, ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich möchte jetzt gerne unbedingt essen. Habt ihr uns noch nicht abonniert? Abonniert uns bitte, gebt uns einen Daumen, sollte euch dieses Video gefallen haben. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr auch keins unserer nächsten Videos. Eines der nächsten Videos wird sein, unter anderem, dass wir Sous Vide garen. Das wird dann so eine Serie werden von mehreren Sachen, wo wir nacheinander irgendwie so ein bisschen Sous Vide euch näher bringen wollen. Ja, damit sind meine Worte aufgebraucht. Ich weiß nichts mehr. Schatz, hast du noch irgendwas? Schönes Wochenende und bleibt gesund. Genau, bleibt gesund, uns gewogen und schaltet wieder ein, wenn der Footblog von Hamburg ein neues Video macht. Ich sage tschüss, der Frank und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao.